Ja. Wie kommen wir hier weiter? Kann er das Vieh essen? Sardellen am Spieß, die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Oh nein, oder? Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Oh, wir haben jetzt einen Stock. Jetzt können wir vielleicht die Zuckerwatte machen. Da, dieses wunderschöne Geräusch. So, wir wissen ja, vor das Rohr leuchtet. Vor das Rohr. Bei Nichtverzehr Zuckerwatte bitte ordnungsgemäß entsorgen. Ah, drunter ist ein Zwinkersmiley. Und ich dachte schon. Was hast du damit zu tun? Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Leuchtet das Ding? Es leuchtet. Kann ich jetzt vielleicht den Kaugummi-Scherben-Ding anbringen? Und jetzt bring das an. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, du Scheiße. Kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Ach du Scheiße. Drehen kann man sie natürlich auch nicht. Ja, leck mich doch am Arsch. Du gehörst auf jeden Fall dahin. Hä? Wie kann ich denn die da reinsetzen? Sie geht dort zu drehen. Oh nein. Oh, fuck you. Oh, 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 oh. Noch ein Strichlein? Und noch ein Strichlein. So, wir brauchen da unten noch ein Strichlein. Ich will puzzeln. Ach ja. Ach, das ist die Kaugummischere. Cool.
Was für ein fucking Teil passt denn da rein, bitte? Oh, ich hasse Puzzeln. Hat bestimmt schon jeder gelöst, außer ich hier. Mann, die würden da so schön da reinpassen. Oder die. Aha! Dann wär's bestimmt du dahin. Oder du. Wir wahrscheinlich tausendmal dieselben Steine aus, aber irgendwie. Irgendwann passt es ja mal. Das hätte so schön gepasst. Das hat eine 3 Stunden Aufnahme, ich sehe das schon. Auf jeden Fall so eine Welt. Halleluja, sag ich da nur. Was?
Crucifix nochmal. Ach ja. Ja, ich bin kein Puzzle-Genie. Okay. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst! Upsi! Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit! Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. System rebootet?
Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Oh Mann, so ein Vogel. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Soweit, so gut. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Wenn etwas 5 brennt. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren. Hey, wo ist mein Eimer? Sicher ist sicher. Okay. Sind noch mehr? Puh. Ich war noch nie so nah dran. Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Ich könnte mir aus dem Schnörkel und der Stange einen Greifhaken bauen. Kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas wirklich brauche. Tödliche Schusswaffe. Check. Aus Kaugummi, oh, das ist eine Zwille. Das passt nicht in die Zwille. Schade eigentlich. Ich geht nein. Wie wohl das... Ich brauche kein Ich-Ort. Hey! Wenn etwas 5... Vielleicht wahrscheinlich... Okay. Dann kicken wir mal... Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich...